Ich habe dort angerufen in dem Laden und die haben mir die Kassiererin sogar direkt ans Telefon geholt. Ja, das ist ja gut. Und zwar dieser Ingo Bosinski, der ist da wohl Stammkunde. Ich habe mir den auch beschreiben lassen. Sie sagte auch, der hat so markante Ohrringe, ist groß, lichtes Haar, hat Alkohol gekauft. Okay. Also wie gesagt, der kauft da öfter ein und sie kennt ihn vom Sehen und hat ihn super beschrieben. Also stimmt alles. Na super. Ich lasse das mal hier. Bitteschön. Okay, also hat der jetzt schon mal ein Alibi. Viel Erfolg noch. Tschüss. Ich danke dir, ja. Ich war jetzt nicht überrascht, als die Kollegin das Alibi von Herrn Bosinski bestätigt hat, weil es ja doch laut dem Kassenbon sich so darstellte, dass er zur Tatzeit wirklich dort eingekauft hatte. Frau Scholz, ich lasse Sie mal einen ganz kleinen Moment alleine, ja? Ich bin gleich wieder da. Linus? Ja. Kann ich nicht mal einen Moment sprechen? Er ist noch nicht so ganz entspannt, aber das kriegt Bibi. Pass auf, die haben das jetzt überprüft mit dem Kassenbon. Ja, und die Kassiererin war jetzt direkt am Telefon und hat das bestätigt, dass er da war und auch Alkohol gekauft hat. Also er hat ein Alibi, das ist wasserdicht, er kann es nicht gewesen sein. Den kannst du jetzt wieder nach Hause schicken. Ne, verarzte ihn eben und dann soll er ganz schnell, ziemlich ruhig, das Haus wieder verlassen. Und dann, ja, alles klar. Okay. Danke dir. Ja, im ersten Moment sprach natürlich vieles dafür, das gebe ich gerne zu. Die Statur passte von der Täterbeschreibung. Ein mögliches Motiv ist natürlich bei der Geldsumme, um die es ging, auch da. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich erstmal abwarten. Wie man sieht, gibt es in jedem Fall wieder Wendungen, die man nicht vorhersehen kann. Und in diesem Fall war es auch so. Und von daher ist Herr Bosinski dann erstmal von uns entlassen worden. Gut, Linus, ich habe jetzt die Bankverbindung. Ich habe jetzt eben eine Abfrage gestartet. Die Kollegen sagen eben gleich Bescheid, ja? Okay. Zu wem diese Kontoverbindung gehört. Auf diese Bankverbindung wurde der Lottogewinn ausbezahlt, nachdem jemand den Tippschein zuvor in einer Annahmestelle eingelöst hat. Kommissarin Clemens hat einen Kollegen gebeten, den Inhaber des Kontos zu ermitteln, denn das ist vermutlich der Einbrecher. Kennen Sie einen Herrn Patrick Schäfer? Ich wüsste nicht, dass ich jemanden mit so einem Namen kennengelernt habe. Als ich den Namen Patrick Schäfer ins Gespräch brachte bei Frau Scholz, wusste sie überhaupt nicht, um wen es geht. Sie kannte den Namen nicht und auch wieder auf nochmals Fragen verneinte sie, dass sie den Herrn Schäfer kannte. Ja, das ist einmal die Friedrich-Wilhelm-Straße 11. Moment. Da wohnt meine ehemalige beste Freundin Manuela. Oh Gott, jetzt dämmert's mir. Okay. Wir haben vor Jahren auch eine Tippgemeinschaft gehabt. Sie muss die Zahlen noch wissen. Wir haben uns verstritten, weil ich nie so viel Zeit für sie hatte. Wie heißt die Dame? Manuela. Warten Sie, ich habe ein Foto. Manuela Zoller. Es ist natürlich schon so, dass aufgrund des bisherigen Kenntnisstandes der Herr Schäfer zumindest in einem vagen Tatverdacht steht, was bedeutet, dass wir dem auf jeden Fall nachgehen müssen. Und die wohnt da, ja? Ja. Die ehemalige Freundin des Opfers und der Täter scheinen in irgendeinem Zusammenhang zu stehen. Über die Einwohnermeldebehörde versucht Katharina Clemens Näheres zu ermitteln. Das ist nur diese Manuela Zoller und der Patrick Schäfer, die haben die gemeinsame Adresse auf dieser Friedrich-Wilhelm-Straße 11 in Duisburg. Also interessant wird uns für uns in dem Zusammenhang natürlich sein, wie der Herr Schäfer reagieren wird, wenn wir ihn mit den uns bekannten Umständen konfrontieren werden. Da wird er sicherlich die ein oder andere Erklärung zu liefern müssen. Und auf die sind wir jetzt schon gespannt. Dann entlassen wir Sie jetzt erstmal und Sie passen auf sich auf und gehen jetzt erstmal am besten nicht nach Hause. Machen. Ja? Prima. Gut. Ja, sehr gerne. Tschüss, Frau Scholz. Tschüss. Alles gut. Danke. Aus Vorsicht vor weiteren Übergriffen des Täters raten die Beamten der Frau, vorerst bei Bekannten unterzukommen. Dann machen sie sich gleich auf den Weg zur Adresse des Verdächtigen und seiner Partnerin. Hier betreibt der Mann auch einen Imbiss. Es brennt in dem Laden. Ach du meine Güte. Feuer. Hallo? Hallo? Hey, hallo? Hey!
Jetzt hören Sie mich. Sie müssen hier raus. Können Sie aufstehen? Ja. Hände ans Lenkrad, Hände ans Lenkrad. Ja, zunächst einmal war ich natürlich entsetzt, dass ich ihn scheinbar verloren hatte, weil ich niemanden gesehen habe. Dann das Quietschen der Reifen und das Aufrollen des Motors. Sonst war die Straße relativ ruhig und dann schießt jemand mit Highspeed auf dich zu. Da denkst du erstmal gar nicht mehr, sondern siehst erstmal zu, dass du in Sicherheit kommst. Dann konnte ich erkennen, dass es sich wohl bei dem Fahrer um den zuvor Verfolgten handelt. Ja, und dann muss man zusehen, dass man sich schützt. Beziehungsweise auch in dem Fall versucht, die Flucht zu verhindern. Raus, komm. Vorsichtig raus. Vorsichtig raus. Vorsichtig raus, komm. Komm her. Und ans Dach, ans Auto, ans Auto. Beine auseinander, weiter. Mitleid ist, glaube ich, das falsche Wort. Da macht man sich in dem Moment auch keine Gedanken. In erster Linie geht es darum, diese Person dingfest zu machen, irgendeine Straftat, die ja durch diesen Menschen begangen wurde, möglicherweise aufzuklären. Und da denkt man dann in dem Moment ja nicht daran, huch, jetzt hat er eine Platzwunde oder vielleicht auch einen Nasenbeinbruch. Das blendet man aus. Verstärkung ist unterwegs, weil wir Verstärkung habe ich angefordert. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt, wir gucken mal. Sie ist auf jeden Fall, können wir sie noch befragen, ja? Ich bräuchte eben einen Sanitäter für den jungen Mann gleich. Dass Sie mal eben hinten gucken, der ist verletzt. Ja. Welcher junge Mann? Der flüchtende Täter. Dank der Kommissare hat die junge Frau nur leichte Verletzungen. Die herbeigerufene Feuerwehr kann den Brand im Imbiss rasch löschen. In der Vernehmung findet Katharina Clemens die Hintergründe des Einbruchdiebstahls heraus. Wegen des hohen Gewinns hatte sich die Verletzte geärgert, nicht mehr mit ihrer früheren Freundin Lotto zu spielen. Das bekam ihr Lebensgefährte mit und schmiedete daraufhin seinen brutalen Plan. Also normalerweise hätte Ihnen auch der Lottoschein, ja, der Gewinn zugestanden, okay? Und wo ich bei der Pizzeria am Aufräumen war, kam er nach einer Stunde und sagte zu mir, dass wir keine Geldsorgen mehr haben. Wann war das? Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Also Sie waren in dem Döner-Imbiss und er kam dann dahin? Ja. Okay. Und ich habe ihn gefragt, woher das Geld? Und er meinte zu mir, dass er ein neues Leben mit mir auf Mallorca anfangen möchte. Ja, also wir werden die Ermittlungen natürlich noch fortführen. Soweit ich den Kenntnisstand aktuell habe, geht es halt um diesen Lottoschein, um diese 150.000 Euro. Und der Herr Schäfer hat sich nun gedacht, Mensch, 150.000 Euro, das ist eine feine Gelegenheit, mit meiner Freundin, der Frau Zoller, das Weite zu suchen, nach Mallorca auszuwandern, was wir da alles so zu hören gekriegt haben. Also Grund war halt das Geld, rein das Geld. Der Laden ist kurz vor der Insolvenz. Ach, das auch noch. Der hatte vor ein paar Wochen erwähnt gehabt, dass im Brandfall, dass er viel Geld von der Versicherung kassieren würde. Ich habe gedacht, ich hätte ihm das ausgeredet, aber... Also wollte er von der Versicherung kassieren und parallel dazu hat er den Gewinn noch gestohlen. Genau. Mhm. Gut. Wie hat er denn das Feuer gelegt? Der hat einen Benzinkanister rumgeschüttelt. Okay. Mhm. Wir kennen die Charaktere der Beteiligten nicht, wir können in diese Menschen nicht reingucken. Wir wissen nicht, was hat Herrn Schäfer bewogen, auf diese Art und Weise diese Tat zu begehen, so mit seiner Freundin umzugehen, sie unter Druck zu setzen. Und wenn sie dann sagt, nee, das möchte ich nicht, da mache ich nicht mit, dass er dann trotzdem sein Ding, sag ich jetzt mal, auf diese Art und Weise durchzieht. Da kann man nicht reingucken, das sind zwischenmenschliche Geschichten, die wir noch beleuchten müssen und hoffentlich dann irgendwann verstehen, wie ein Mensch so handeln konnte. Machen Sie sich jetzt erstmal keine Sorgen, lassen Sie sich von den... Und dann werden wir noch mal auf Sie zukommen, ja? Erstmal alles Gute, ja? Kommissarin Clemens konfrontiert den Täter mit der Aussage seiner Freundin. Der Mann ist geständig und wird von den Beamten gleich zur Vernehmung auf die Wache verbracht. Dass Sie damit sich und vor allen Dingen Ihre Freundin in Gefahr bringen, das wissen Sie aber vorher schon, oder? Sie hätte doch einfach mitkommen können. Ja, so einfach ja, aber das ist nicht. Doch kein Grund. Ihre Freundin hat eine Platzwunde. Und muss jetzt mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist doch keine Art und Weise, oder? Man kann doch niemanden zwingen. Und vor allem, wieso bedienen Sie sich an dem Geld von jemandem anderen? Ich habe das Geld gebraucht.
Sie haben das Geld gebraucht. Ich habe das Geld gebraucht. Aber das ist doch kein Grund, irgendwo einzubrechen und zu klauen. Für Sie nicht. Für Sie auch nicht, Herr Schäfer. Geld ist nicht alles. Das wird aber für Sie jetzt extreme Konsequenzen haben. Das ist Ihnen ja klar. Aber Sie sind ja jetzt schon geständig und dementsprechend wird sich das alles weiterentwickeln. Das zu erwartende Strafmaß ist im Moment für uns noch nicht absehbar. Es ist eine Aneinanderkettung diverser Straftaten. Das wird im Endeffekt natürlich Staatsanwalt und Gericht entscheiden. Unsere weiteren Ermittlungen werden dazu beitragen. Und dann schauen wir am Ende, was Herrn Schäfer erwartet und was nicht. Aber ich denke, das hat sich dann erledigt mit Ihrer Beziehung. Ist ja auch klar. Den Mann erwartet wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Raub und Brandstiftung eine Freiheitsstrafe. Seine Lebensgefährtin wird nicht belangt. Ihr tut es unendlich leid, was ihr Ex ihrer früheren besten Freundin angetan hat, und sie entschuldigt sich aufrichtig. Die Lottogewinnerin bekommt zudem endlich das ihr zustehende Geld.